Schön, dass ihr da seid. Gott ist gut und darum gucken wir einfach heute mal mehr, was die Bibel uns so schenkt. Die Bibel als Schatz entdecken. Christen suchen ihre Orientierung in der Bibel, weil die Bibel gibt uns Richtung. Sie führt uns, zeigt uns den Weg zum Himmel. Und wenn wir das erkennen, dass sie uns auch Lebenshilfe gibt, dann packen wir diese ganze Wahrheit in unser Leben hinein und leben daraus. Und das ist wertvoll für jeden Menschen. Also suche deine Orientierung im Wort Gottes. Die Bibel als Schatz entdecken, ja. Die Bibel ist mehr als ein Buch. Die Bibel gilt als der Bestseller aller Zeiten. Es ist das Buch der Bücher. Sie wurde bisher in über 2400 Sprachen übersetzt. Und jedes Jahr kommen so circa 30 bis 40 weitere Sprachen hinzu. Man will, dass alle Völker, alle Stämme im Urwald irgendwo das Wort lesen können und über Gott lesen können. 200 bis 300 Millionen werden jährlich verbreitet. Sie steht von allen Druckerzeugnissen einsam an der Spitze. Sie hat eine Vorrangstellung. Die Frage ist immer, ist sie Gottes Wort? Also je mehr man sie studiert, umso mehr muss jeder Zweifel weichen, dass sie wahrhaftig Gottes Wort ist. Hier im Psalm 119, 162, der ganze Psalm 119, wir werden heute einige Worte davon lesen, es hat 176 Verse, geht nur über die Verherrlichung des Wortes Gottes. Ja? Die Herrlichkeit des Wortes, man nennt es auch das güldene ABC. Hier heißt es, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Luther und Elberfelder sagt, wie einer, der große Beute macht. Also hast du diesen wertvollen Schatz schon für dich gehoben, entdeckt. Ja? Und wie gut ist es, wenn wir das wirklich erkennen, wie wertvoll die Bibel ist. Ein paar Bilder, die das ein bisschen darstellen. Hier hält sich einer so an der Bibel fest als Geländer. Ja? Der Herr ward mein Halt. Und es ist einfach gut, wenn man sich so an der Bibel festmacht, dass man darin Orientierung findet. Es ist wie im Straßenverkehr, da sind uns auch die Verkehrsschilder sind uns gegeben, damit keine Unfälle passieren. Ähnlich ist es mit der Bibel. Sie will uns einfach Schutz und Bewahrung geben, dass wir nicht ausrutschen und auf falsche Wege kommen. Aber heute ist leider die Bibel in den Herzen wenig vertreten. Hosea 4, Vers 6, da sagt Gott uns, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Das ist heute oft der Fall. Ja? Die Menschen wissen nicht mehr, was in diesem Buch steht, was Gott uns hier sagt. Sie haben keine Erkenntnis mehr darüber. Und dabei ist es doch so und so ein Schutz. Ja? Hier waren wir mal am Wanderweg da in der Eifel, am Römerpfad, da ist so eine schöne Hängebrücke. Und man könnte nicht gut über diese Schlucht gehen, ohne ein Geländer an dieser Brücke. Da hätte man Schwierigkeiten. Und so ist die Bibel eigentlich auch ein Geländer fürs Leben. Psalm 119, 10 und 11. Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von dem Weg abkommen. Denn deine Gebote, die deine Gebote mir weisen, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Wie gut ist es, wenn wir uns das Wort Gottes einprägen, wenn wir es im Herzen bewegen, darüber nachsinnen und es dann immer mehr umsetzen in die Tat. Peter Hane, der bekannte Fernsehmoderator vom ZDF, sagt in einem Buch Wende zu Werten, eine Rückkehr zu den Werten, die in der Bibel stehen, ist allemal besser als eine Sinneslehre einer Gesellschaft, die sich nur noch amüsieren will und den Kontakt zu Gott verloren hat. In so einer Zeit leben wir. Spaßgesellschaft, es muss alles Fun machen, ja. Und man hat aber dadurch irgendwo eine Sinneslehre. Und die Bibel bringt uns zu dem Sinn und zu dem Ziel zurück. Jesus selbst sagt uns, er mahnt es auch zur Wachsamkeit in Matthäus 24, 35. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja? Darum ist es immer wieder gut, wenn wir
zurückfinden zu den Wurzeln. Back to the roots. Zurück zu dem, was Gott will. Er ist der Konstrukteur des Menschen. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und er weiß, was gut für uns ist. Wie ist das mit dem Glauben? Habe ich Glauben oder habe ich keinen? Ich kann dich da einfach trösten. Glaube wächst. Glaube wächst in dem Maße, wie wir uns zu Gottes Wort wenden, es in unser Herz aufnehmen. Ja? Glaube entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der damit beginnt, Gottes Wort zu lesen oder zu hören. Ja? Auch wenn ihr meine Predigten hört, bekommt ihr Glauben. Ja? Darüber nachzusinnen und es dann auch zu tun. Es in die Praxis umzusetzen. Und wenn ich es dann erkenne, ja, das ist Wahrheit, und setze es um, dann merke ich einfach, da fängt der Glaube an. Da kriegt es Kraft. Glaube ist ein Wachstumsprozess und fängt beim Tun an. Darum, lese sein Wort. Der hier, der liest es sogar auf der Toilette. Und es ist einfach so, egal wo du es liest, ja, sinne über meinem Wort Tag und Nacht. Wichtig ist, dass das Wort in unserem Verstand, in unserem Herzen Raum hat. Ja? Lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Ja? So hätte es könnte bei mir ausgesehen haben, damals, wie ich zum Glauben kam. Ich habe mir viele Bücher gekauft zur Bibel, mehrere Übersetzungen, Kommentare. Und ich habe überall gelesen, weil ich habe Feuer gefangen und habe erkannt, wenn es eine Wahrheit gibt, dann finde ich sie in der Bibel. Und von daher, Wort und Geist, der Geist Gottes hat mir es aufgeschlossen und hat mir diese Quelle so wertvoll gemacht. Ja? Also Gott spricht durch sein Wort. Und Gottes Wort ist die Quelle des Lebens. Ist ganz interessant, die Bibel wird von denjenigen am meisten kritisiert, die sie am wenigsten lesen. Ja, das ist leider so. Ja? Die sie am wenigsten lesen, die kritisieren sie am meisten. Denn die, die wirklich darin forschen, ja, Kritiker oder Forscher, die wirklich darin forschen, kommen dahinter, dieses Buch ist Wahrheit. Dieses Buch ist echt. Dieses Buch ist gigantisch. Es ist toll, ja. Gott spricht und offenbart sich durch sein Wort. Die Bibel erklärt uns die Vergangenheit, das, was einmal war, über einen Zeitraum von 4.000, 6.000 Jahren, ja. Sie hält uns in der Gegenwart auf Kurs. Wenn wir sie lesen, dann bleiben wir auf Kurs und schließt uns die Zukunft auf. Sie lässt uns auch nicht im Dunkeln stehen über das, was noch kommen wird in dieser Endzeit. Sie gibt uns auch Aufschluss über die Endzeit und sie zeigt uns den Himmel auf, wie es im Himmel sein wird. Darum ist es so gut, darin zu graben, zu forschen und auch dort einfach zu erkennen. Dass die Bibel wahr ist, das ist einfach mal ein guter Beweis in diese Qumran-Rolle. Ja? 1947 geschah etwas Außergewöhnliches, was die ganze Welt der Gelehrten aufhorchen ließ. Ein Hirtenjunge stieß bei der Suche nach einem verlorenen Schaf im Gebiet von Qumran am Toten Meer auf viele Höhlen. Und in diesen Höhlen fand man mehrere Tonkrüge mit Schriftstücken aus der Zeit vor Christus. Ja? Und man konnte damals feststellen anhand von der Papieranalyse, dass diese Schriften, die mussten vor Christus geschrieben worden sein. Ja, sie befanden sich auch Manuskripte des Alten Testamentes, unter anderem das komplette Buch, die komplette Buchrolle von Jesaja, von des Propheten Jesaja. Ja? Jesaja war ein Prophet, der etwa 700 Jahre vor Christus lebte. Und er gab besonders genaue Vorhersagen über das Leben und Sterben von Jesus Christus. Also er hat schon 700 Jahre, bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er uns aufgeschlossen, wie sein Tod sein wird. Ja, in Jesaja 53, ja, Vers 4 sagt er zum Beispiel, fürwahr, er trug unsere Krankheiten, er lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Genau deswegen ging Jesus am Kreuz. Und das zeigt mir dieses perfekte Buch. Also ich studiere es jetzt schon lange, 30 Jahre, und es fasziniert mich immer wieder.
Und bei mir gibt es keinen Zweifel mehr. Noch nicht 1% Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes. Weil ich weiß, es kann nur von Gott inspiriert sein. Das sind so viele Autoren, die das da geschrieben haben. Das muss von Gott inspiriert sein, ja? Das ist so wunderbar. Also diese Qumranrollen geben uns Beweis. Corrie ten Boom sagt einmal, die Bibel ist die Landkarte des Christen. Sie lehrt uns, in den Wegen des Willens Gottes zu gehen. Ja? Sie lehrt uns, was der Wille Gottes ist. Letztes Mal habe ich ja darüber geredet, dass Gott gute Pläne für uns bereithält. Wie es in Epheser 2, Vers 10 steht. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Alles sind wir aus Gnade. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gott hat gute Werke vorbereitet und die gilt es herauszufinden und dann auch zu tun. Ja? Also dieser erste Punkt ist ja, suche deine Orientierung im Wort Gottes. Dort findest du deine Fragen beantwortet. Ja? Denn alle Schrift, heißt es, ist von Gott eingegeben. Und sie ist Nütze zu 4 Punkten. Ja? Zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja? Dazu ist uns die Bibel gegeben. Und alle Schrift ist uns dazu gegeben. Ja? Zu diesen 4 Punkten. Darum gibt sie uns Orientierung in allen Lebensbereichen. Also wir dürfen nicht so damit umgehen, dass wir uns das nur das rausschneiden aus der Bibel, was uns schmeckt, was uns gut tut. Die Bibel ist kein Buffet. Es heißt auch in Prediger 12, Vers 13, ja, dass lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Also die Hauptsumme der Schrift ist die Wahrheit. Ja, nicht nur ein bisschen, ein paar, ja, die meisten gehen heute so damit um. Sie nehmen sich das raus, den Segen nehmen sich raus, das, was einen erbaut, was einen, ja, die Zusagen Gottes, ist ja auch schön und gut. Aber ich muss auch das nehmen, was mir vielleicht nicht so schmeckt, was mich was kostet, ja. Wenn die Buße, die Bibel leitet uns auch zur Buße. Und das ist Gnade Gottes, dass wir unsere Sünden erkennen, sie bekennen und sie wirklich bei ihm abladen. Ja, das ist wertvoll, das ist das Beste, was einem Menschen geschehen kann. Die Hauptsumme, geh nicht so mit deiner Bibel um. Die Hauptsumme der Schrift ist die Wahrheit. Sie ist uns im wahrsten Sinne als Navi gegeben für unser Leben. Wir wissen, wir schätzen unser Navi am Auto, ja, wenn wir eine Adresse nicht wissen oder irgendwo im Ort, in einer Straße, wo wir zu jemand fahren, dann machen wir das als Navi und das führt uns hin rechts ab, links ab, ja, und irgendwann sagt das Ding dir dann, du hast dein Ziel erreicht. Und ebenso ist auch die Bibel. Sie zeigt uns das Ziel auf. Und der Heilige Geist hält uns auf Kurs. Wort und Geist laufen zusammen. Deswegen brauchen wir auch den Geist Gottes, der uns alle Wahrheit der Bibel aufschließt. Und wie gut ist es, wenn wir sie betend lesen. Herr, schließ mir auf, was du damit meinst. Was willst du mir sagen für mein Leben? Ja? Als Navigation für dein Leben. Sie ist so gut. Jesus sagt uns, oder sie betet im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 17. Ja? Ganz interessant, was Jesus da betet. Das ganze Kapitel betet er zum Vater, um Einheit der Gemeinde, dass keins verloren geht, dass alle gerettet werden, das ist sein Anliegen. Und er sagt hier zu seinem Vater, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Ja? Dein Wort ist die Wahrheit. Gott hat uns das Wort hinterlassen, damit wir die Wahrheit finden. Jesus sagt ja auch über sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und all diese Wahrheit schließt er uns auf. Die Wahrheit verändert uns. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, in dem Lügen durch Wahrheit ersetzt werden. Ja? Lügen werden durch Wahrheit ersetzt und dazu sind wir alle aufgefordert. Ja, Sieg in der Gedankenwelt zu haben. Erneuerung der Sinne. 2. Korinther 10, 3 bis 5 fordert uns auf, dass wir alle Gedankengebäude, die sich erheben gegen die Erkenntnis des Wortes Gottes, einreißen sollen und ersetzen sollen. Mit der Wahrheit Gottes. Und das ist ein Prozess.
Und das geschieht in dem Maße, inwieweit ich das Wort Gottes lese, darüber nachsinne und es in meinem Leben anwende. Und das ist Glaube und das bringt uns echt in die Jüngerschaft. Ja? Jünger leben das Wort Gottes. Ja? Jesus sagt ja, geht hin und mache zu Jünger alle Völker und lehrt sie alles. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Jesus war also 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und er hat sie viel gelehrt über das Reich Gottes. Und darum müssen wir auch viel aufnehmen. Ja? Jünger, Jesus sagt selbst in Johannes 8, 31 bis 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Und hier steht für Jünger, Mathetai, und das heißt Lernende. Ja, sie haben im Griechischen übersetzt das Neue Testament, Mathetai, Lernende. Ja, Mathematikos, Lerngierige. Und das ist es so, wenn wir Gott lieben, dann lieben wir sein Wort. Es ist uns Lebenshilfe, es ist ein Liebesbrief vom Vater an uns. Wir dürfen es als solches erkennen und es gibt uns Weisheit und Erkenntnis über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deswegen lese sein Wort. Und alles ist uns geschenkt, auch der fünffältige Dienst ist uns geschenkt von Jesus Christus, damit wir zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ja? Epheser 4, 11 und 12 aus der Hoffnung für alle übersetzen. Ausrüstung zum Dienst. Christen sollen dem Herrn dienen, oder? Ja, jubelt dem Herrn und dient ihm mit Freuden. Das ist es, wozu wir auch geschaffen sind. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Die Gemeinde, hier auch die Freie Christengemeinde Merzig, ist beschenkt. Mit Gaben und Talenten, ja. Er hat ihr die Apostel gegeben. Apostolischer Dienst muss wiederhergestellt werden. Die Propheten, prophetische Worte sollen fließen. Und Verkündiger der rettenden Botschaft, das sind Evangelisten, die so ein Herzen haben, die rettende Botschaft wieder zu verkündigen. Viele von euch haben evangelistische Herzen und das ist gut so. Genauso wie Hirten, die die Schafe weiden können, ihnen gute Speise geben können, sie auf grüne Auen führen können und ihnen frischend Wasser geben. Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Ja, das ist einer meiner Hauptaufgaben, Lehrer zu sein. Das Wort Gottes gut zu kennen und es auch auslegen zu können. Verständlich, dass es für jeden abgreifbar und erfahrbar ist. Psalm 119, der so schön ist, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Sein Wort leuchtet mir den Weg aus und zeigt mir, ob ich noch richtig bin. Ja? Darum, es heißt ja auch im Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und will dich mit meinen Augen leiten. Also ich brauche den Kontakt zum Heiligen Geist, zu Gott, damit er mich leiten kann. Und ich muss ihm mal die Herrschaft geben, du darfst mich leiten. Ja? Römer 8, Vers 14, die vom Geist Gottes angeleitet werden, das sind Gottes Kinder, die sich korrigieren lassen, die sich leiten lassen, die sich führen lassen. Nicht so wie ich will, sondern wie Gott will. Und da kommt Segen und Frucht in unser Leben. Es ist eine Kraftquelle, ja.